Sie denken sicher, ETFs sind einfach. Und genau das möchten Ihnen die Börsen auch suggerieren. ETFs sind aber alles andere als einfach. Es gibt nämlich 5 Dinge zu beachten. Profil des Index, Kosten des Index, Risiko, Liquidität und Regulatorisches. Beginnen wir beim Profil. Ich habe Ihnen schon dargelegt, dass die Indizes nicht das sind, was sie vorgeben. Der Schweizer Marktindex ist nicht der Schweizer Markt und nicht einmal der große Standard Poor's 500 ist der amerikanische Markt. Oft sind die Indizes nur ein Zufall, nämlich das Resultat der Unternehmen, die an die Börse gehen wollten. Kosten. Sie denken sicher, Sie können ein ETF sehr gut beurteilen, indem Sie den TER kennen, das Total Expense Ratio. Aber es wird noch viel komplizierter. Es entstehen Ihnen auch Kosten aus dem Handel der Aktien. Die werden direkt dem Fondsvermögen zugeschlagen und sind im TER nicht ausgewiesen. Dazu kommt noch der Tracking Error. Dies können nochmals Kosten für Sie sein, die Sie im TER gar nicht sehen. Kommen wir zum Thema Liquidität. Sie denken sicher, ein ETF ist liquide. Man kann ihn jederzeit kaufen und verkaufen. Das ist sicher so, wenn es gut geht. Wenn es aber schlecht geht, hat man schon oft bemerken müssen, dass die Aktien im ETF viel langsamer verkauft werden können als die ETFs selbst. Und deshalb haben sie plötzlich weniger Geld im ETF, als sie wirklich an Aktien drin haben. Das ist besonders dann der Fall, wenn der Index sehr viel kleinere Unternehmen beinhaltet, wie zum Beispiel auch der SPI, der Swiss Performance Index. Er muss also nicht unbedingt liquid sein und sogar dann, gerade wenn es schwierig läuft, ist er oft nicht liquide. Und schließlich komme ich zum Risiko und auch das sind sich viele Leute nicht bewusst. Es muss nicht unbedingt sein, dass ein ETF mit echten Aktien abgebildet werden kann. Es können auch Wetten sein. Und selbst dann, wenn der ETF mit echten Aktien abgebildet ist, kann es sein, dass die Aktien an einem Unternehmen weiterverliehen sind. Und wenn dieses Unternehmen in Konkurs geht, sind die Aktien weg. Also auch das Risiko muss beurteilt werden. Wir haben 4 Dinge, die sind schon so kompliziert, dass die meisten Anleger nicht verstehen, wie sie das beurteilen können. Und das Regulatorische, das auch noch von Land zu Land verschieden ist, will ich gar nicht erst erwähnen. Und deshalb denke ich, macht es viel mehr Sinn, Sie kaufen die Aktien selbst, denn dann haben Sie all diese 5 Dinge nicht. Denn die Aktie, die Ihnen gehört, gehört Ihnen und Sie sind geschützt vom Gesetzes wegen. Ich wünsche Ihnen viel Glück beim selber Investieren.